Hi, ich bin der Peter. Ich bin der Maxi. Im letzten Video haben wir euch erklärt, wie die Quali im Meisterschaftslauf abläuft. Und das Ganze erklären wir jetzt euch bei den Battles. Also der Ablauf von den Battles erklären wir euch jetzt. Grundlegend haben wir insgesamt 3 Judges. Der erste bewertet den Style, also da wird bewertet, ob man möglichst wenig Korrekturen macht, wie man umsetzt, schnell, langsam, aggressiv. Das wird bewertet. Der nächste Punkt wäre dann der Winkel und Speed. Da muss man aber die richtige Mischung finden zwischen Winkel und Speed, weil je mehr Winkel man hat, desto langsamer ist man und desto weniger Winkel man hat, desto schneller ist man. Also muss man da genau den Zwischenweg finden. Und dann gibt es noch den dritten Judge, der bewertet die Linie. Der schaut auf die gleichen Kriterien wie in der Qualifikationswertung auch. An der Grafik, was auch das Battlesheet ist, kann man die Ausstellung für die Battles sehen. In dem Fall war es eine Top 16, aber je nach Veranstaltung kann es dann eine Top 32 geben. Ganz links auf der Grafik erkennt man jetzt die Platzierung der Quali. Da fährt dann als allererstes der Erste gegen den 16. Dann im zweiten Battle der 8. gegen den 9. Und ganz unten als letztes Battle in den Top 16 fährt der 2. gegen den 15. In den einzelnen Battles fährt immer der besser qualifiziertere zuerst voraus. Die Gewinner aus den Top 16 Battles fahren in den Top 8 gegeneinander. So geht es weiter bis in das Finale im Ausscheideverfahren. Und die Verlierer aus den Top 4 Battles fahren dann erneut ein Battle um Platz 3. Wenn man hier zählen kann, starten wir die Battles nebeneinander. In dem Fall war ich der bessere Qualifizierte von uns beide und fahre als Leader voraus. Meine Aufgabe ist jetzt hier eine Top-Quali-Linie zu fahren, aber dennoch so schnell wie möglich durchzufahren, damit mein Gegner hinter mir sich schwer tut, an mir dran zu bleiben. Jetzt versuche ich möglichst nah an den ersten Greenpoint ranzufahren. In dem Fall ist die Entscheidung der Judges jetzt schon gefallen, weil der Gegner hinter mir sich eingedreht hat. Aber naja, das erklären wir später nochmal dazu. Peter und ich beide unser Battle im Top 16 gewonnen haben, müssen wir jetzt in Top 8 gegeneinander antreten. Wie man hier im Video sieht, fährt Peter voraus als Leader und ich als Chaser hinterher. Meine Aufgabe als Chaser ist hauptsächlich, die Linie von Peter zu kopieren, möglichst synchron und so nah wie möglich an ihm dran. Wenn möglich auch, soll ich auch neben ihm fahren und nicht hinter ihm. Was viele nicht wissen, Drifte ist der einzigste Motorsport, bei dem man nicht überholen darf. Wie man jetzt hier im Video erkennen kann, darf der Peter bzw. der Leader beim Umsetzer nicht behindern, also ich muss dem Leader Platz lassen, damit er umsetzen kann. Kontakt ist zwar beim Drift erlaubt, es darf aber der Leader nicht in seiner Linie beeinflussen.
werden folgendermaßen bewertet. Die Judges haben pro Lauf 10 Punkte zu vergeben. Das heißt 6-4 oder 7-3 zum Beispiel. Wenn jetzt Gleichstand herrscht, zum Beispiel 5-5 bzw. 6-4 und 4-6, was auch zum Gleichstand führt, folgt ein One More Time. Das heißt ein komplettes Battle nochmal. 0 Punkte für den Fahrer gibt es, wie vorhin schon erklärt, zum Beispiel bei einem Dreher oder wenn mehr als ein Rad außerhalb der Strecke ist. Oder man gerade stellt, das heißt kein Drift. Immer für 2 Runden startklar sein. Also das heißt, es darf zwischen den Battle-Läufen nicht getankt, keine Reifen gewechselt werden und auch kein Luftdruck verändert werden. Stellt jetzt ein Fahrer zwischen den Battles einen Defekt in seinem Auto fest, kann er die 5-Minuten-Regel nutzen. Das heißt, er hat 5 Minuten Zeit, das Auto wieder startklar zu bringen, um dann wieder an der Startlinie zu stehen. Das war's jetzt von unserer Seite. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Habt ihr trotzdem noch Fragen? Dann schreibt es bitte in die Kommentare.